Die Idee ist entstanden. Boxer, was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, hey, muss ich mal kurz überlegen, ob ich jetzt einfach immer das Gleiche erzähle. Diese Frage tatsächlich noch niemandem gehört. Du musst ja irgendwie reinkommen. Ja. Aber wir können es auch gern skippen, wenn das. Ja, lass uns nochmal, vielleicht kommen wir zu dir zurück. Ja, nee, ist okay. Mussten die Dreharbeiten oft abgebrochen werden? Wir haben die Dreharbeiten keinmal abgebrochen. Keinmal Also, abgebrochen. nee, also das ist tatsächlich so, dass die Herausforderung war gar nicht so auf der technischen Ebene. Sondern eher auf der, also auf der emotionalen. Also wir mussten nicht abbrechen, weil irgendwas falsch gelaufen ist. Die Fehler waren Teil des Prinzips. So, also wir wollten die Fehler haben in dem Film. Also deswegen haben wir nicht, wenn ein Fehler war, irgendwie abgebrochen, weil der Fehler wäre nur gewesen, wenn die Schauspieler aus den Figuren ausgestiegen sind, sind sie aber nicht. Also. Okay, die Kamera ist ja ständig in Bewegung und als Regisseur und auch alle anderen Beteiligten müssen ja aufpassen, dass sie nicht irgendwie ins Bild geraten, weil die Kamera ja schon sehr aktiv ist. Wie groß war denn das Team da, das beim Team Film war normal war? Groß, waren so 30, 40 Leute waren wir schon, aber da, wo wir den Film gedreht haben unmittelbar, da war keiner. Also da war der Kameramann, manchmal jemand, der den Ton geangelt hat, manchmal ich, manchmal war es auch nur der Kameramann. Also in bestimmten Szenen, wo die da im Club tanzen, oder bei der Schießerei, da sind es die Darsteller und der Kameramann. Weil sonst, das wäre gar nicht gegangen. Gab es denn einen Plan B, doch vielleicht einen Schnitt zu setzen, falls irgendwas nicht Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, also es war nicht nur ein Plan B, das war Teil des Plans, auch zu sagen, dass wir wollen, dass wir drehen diese Filme in einem Take, aber am Ende des Tages sind auch wir, es gab ja kein Vorbild, auch wir wussten nicht, dass das geht. Also es war jetzt auch nicht so, wenn das geht, dann hat alles geklappt und wenn nicht, hat nichts geklappt, sondern wir hätten auf jeden Fall geschnitten. Wir sind auch davon ausgegangen, wir hätten es dann auch gesagt. Also wir haben diesen Film dreimal als Ganzes gedreht und wir haben fünfmal geschnitten oder siebenmal. Das wäre immer noch eine abgefahrene Story und natürlich kommt es auch überhaupt nicht auf so eine technische, reine technische Errungenschaft an, sondern Kino ist Emotion und muss. Das wäre jetzt eine meiner Fragen gewesen, weil du hast auch schon gesagt, es war gar nicht so eine große technische Herausforderung, aber ich kann mir vorstellen, dass in Interviews immer wieder die Fragen nach der technischen Umsetzung kommen und nicht unbedingt nach der Dramaturgie. Also, aber das war schon in der Vorbereitung auch 50-50 quasi gewertet, dass beides gleich wichtig ist. Oder war es eher so wichtig, okay, wir wollen jetzt unbedingt diese technische Errungenschaft und die Story kann meinetwegen auch ein bisschen Ja, das kann man nicht so voneinander trennen. Das ist ja so. Irgendwann in den 60ern wurden ja Musiker so Recording Artists genannt, weil das Mikrofon und die Art der Aufnahme, ich glaube, das kam dann irgendwann mal so um die Zeit von Pink Floyd oder ich weiß es nicht, dass die Art, wie der Rock'n'Roll, die Popmusik aufgenommen, der Rock, dass es Teil des Ganzen ist. Und das ist irgendwie, das ist ja ein klassischer, das ist ja ein Gedanke der klassischen Musik, dass es da so eine Komposition gibt und dann wird die werktreu abgespielt. Wobei, ehrlich gesagt, jeder, der halbwegs von klassischer Musik Ahnung hat, würde sagen, genauso ist es nämlich nicht. Sondern dass es immer wieder in dem Moment erfunden werden muss. Und insofern ist das Mikro und der Raum und der Saal und die Art und Weise und das Instrument, das ist alles nicht voneinander zu trennen. Also klar könnte man jetzt, das ist ja auch, das sieht man ja oft in der Musik, dass dann Like a Rolling Stone von Bob Dylan gecovert wird und es ist nie gut. Oder die meisten Beatles-Songs, dann spielt man die zu Hause auf seiner Gitarre nach und sagt, siehste, und man alle denken so, so wäre das nie ein Hit geworden. Also insofern, natürlich ist es richtig, dass man das trennt, aber gleichzeitig ist es nicht voneinander zu trennen. Und wir haben ja auch so ein Recording-Device, ist ja unsere Kamera auch. Und letztendlich, na gut, der Dreh- und Angelpunkt ist der Kameramann. Und dass der das tatsächlich hinbekommen hat, das ist Magie. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Also er wird als Erster im Abspann genannt, was ja sicher kein Zufall ist. Wo hast du ihn gefunden? Warum war er der Beste für den Job?
Ja, das weiß ich jetzt. Das weiß man immer alles vorher nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Stola ausgesucht. Ich hatte überhaupt nichts von ihm gesehen. Ich war bei einem dänischen Arthouse-Film, habe ich tatsächlich zusammen mit Kim Basinger gespielt und war ihr Freund. Mhm. Und den haben wir in Hamburg gedreht, deswegen sage ich das so, Freund. Und ich habe ihn so erlebt. Ich habe Stola so erlebt am Set und dachte, geiler Typ. Der war so beweglich und ganz offen und hat mich den großen Künstler raushängen lassen, war aber trotzdem ganz künstlerisch fokussiert, hatte eine ganz tolle, entspannte, zugeneigte Art. Und ich habe gedacht, nee, und dann war irgendwie so, der ist jung. Und ich habe gedacht, das ist ein geiler Typ, mit dem muss ich mal darüber reden. Und so hat sich das ergeben. Und ich habe gar nicht gesagt, zeig mal her, was du kannst, sondern es war eigentlich eher so, ging darüber, wie ich ihn so erlebt habe. Und bist du zu ihm gekommen und hast gesagt, ich will einen Film in einem Take drehen? Mhm. Oder, ja, das war dann genau das. Gab es denn Szenen, die du gerne drin gehabt hättest, die aber nicht funktioniert haben bei den Proben eventuell? Also zum Beispiel der Banküberfall jetzt an sich, der fällt mir ein, dass die Kamera draußen bleibt quasi und nur auf Laia Costa gerichtet ist. Und ihre Reaktion gut, weil die Hauptfigur des Films ist ja, wenn man so will, der Fahrer des Banküberfalls. Die Fahrerin des Banküberfalls ist die Hauptfigur, weil ich halt glaube, dass wenn du oder ich ein Fahrer bei einem Banküberfall wäre, dass das wahnsinnig intensiv und spannend wäre. Vor allem, wenn man keine Erfahrung hat. Ja, und wie sie, wie wir, wie du. Weiß ich, kenne ich jetzt nicht gut genug, aber... Ja. Und darum geht's. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Kino so Superlative herstellt, im Sinne von, und ist doch geil, oder? Und dann werden da so Batzen von Geld gefilmt oder Goldbarren oder riesige Explosionen und so. Und ich finde das auch gut. Ich habe überhaupt nichts gegen Explosionen. Ich finde Genrefilme und Vollgasfilme total super. Aber wenn der Film mich nicht wirklich zum Erleben einlädt, dann ist es auch so Hokuspokus im Endeffekt. Und letztendlich kommt es immer darüber, funktioniert es immer darüber, dass ich an den Figuren nah dran bin, an den Schauspielern nah dran bin, über die ich das erleben kann. Und in dem Fall ist halt meine Hauptfigur der Fahrer. Und das ist spannend genug, glaube ich, da so vor der Bank zu stehen und darauf zu warten, dass sie gleich wieder rausgerannt kommen. Weil du gerade so Hokuspokus und Explosionen und so weiter angesprochen hast, es gibt ja so einen Trend im Kino, also vor allem aus Amerika, zu bombastischen Produktionen und Comicverfilmungen. Hast du da irgendwie eine Meinung zu? Siehst du das kritisch? Ach, ich habe da keine generelle Meinung zu, weil ich das irgendwie, ich gucke das dann auch ganz gerne mal so, aber ich gehe auch gerne mal und esse Fast Food und deswegen habe ich auch nichts gegen Fast Food, aber da kann man sich halt nicht nur von ernähren, ne? Das dann irgendwie, dann wird es auch öde. So, also ich habe tatsächlich, weil ich bin jetzt nicht so großartig Vegetarier oder so, aber ich habe tatsächlich, war ich in Kanada 3 Wochen und habe da auch als Schauspieler gearbeitet und habe halt, da gab es halt hauptsächlich, was sie konnten, waren Steaks und Burger. Da habe ich das da 3 Wochen lang gegessen, ich konnte es nicht mehr sehen. Ich bin seitdem, esse ich tatsächlich kein Fleisch, weil mir es einfach zu viel war. Zu viel von dem einen. Und das ist das, was mir am besten einfällt zu diesem bombastischen, das ist mir zu viel von dieser einen Nummer. Ich habe das Gefühl, dass das große Kino sich nur noch darauf, und ich finde auch, dass dann teilweise im Bild und im Sound so ein Wahnsinn aufgerufen wird, der dann davon ablenken soll, dass das eigentlich so im Kern same old, same old. Das ist der Held, der stirbt sowieso nicht, jetzt kommen die ganzen Hürden und Unwägbarkeiten und Probleme, die da auf ihn einprasseln, die sind doch sowieso nur alle dafür da, diese ganzen Orks. Und was da alles nicht so kommt und bösen Zauberer und so. Die sind ja sowieso nur dafür da, dass er die alle abschlachtet. Und das weiß ich doch alles schon vorher. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Filme dann so ganz wild tun, aber eigentlich so ein ganz zartes, kleines Tierchen sind. Und das finde ich schade. Ich finde, Film ist auch, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, ist, warum diese großen Fernsehserien so einen Erfolg haben. Weil da viel unwegbarere Dinge passieren. Wo da wirklich Dinge passieren, dass du denkst, what? Was passiert jetzt? Was hat der Held gerade gemacht? Oder, der ist gestorben? Der kann doch nicht sterben. Oder dass einfach so unwegbare Sachen passieren. Hm. Und das finde ich wild. Das ist im Herzen wild. So. Super. Dankeschön. Yeah, ich hab